Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Update-Video. Heute mit dem Changelog zum Update 1.2 Flames of War. Und namensgebend sind da, wie ihr es schon erahnen könnt, die Flammenwerfer. Bevor ich aber zu denen komme, noch einmal kurz zur Information. Jetzt erst der Changelog, der ist heute ein wenig länger. Ich versuche den an gewissen Stellen abzukürzen. Und danach dann noch einen kleinen Gameplay-Teil, wo ich euch mal dann entsprechend die Flammenwerfer vorstelle. An der Stelle auf der deutschen Seite. Und ein bisschen noch über andere Änderungen rede. Wie gesagt, fangen wir an mit den Flammenwerfern. Da ist für jede Fraktion ein neuer Flammenwerfer hinzugekommen. Die Deutschen, die Amis und die Russen entsprechend, ne, ist klar. Jeder Flammenwerfer verschießt kleine Zündpatronen. Das sind kleine Käpselchen oder kleine Patronen, die entsprechend unterschiedlich nachgeladen werden, je nach Waffe. Entsprechend auch je nach Fraktion. Ihr habt demnach auch einen unterschiedlichen Vorrat an Zündkäpselchen. Bei den Amis sind es, glaube ich, 8, bei den Deutschen und den Russen sind es, glaube ich, 10, die man verschießen kann. Und jedes einzelne Käpselchen, wenn ihr das abfeuert im Prinzip, habt ihr mehrere Sekunden, währenddessen ihr schießen könnt, wie ihr lustig seid. Sobald eine Kapsel dann entsprechend verbraucht ist, wird dann im Prinzip die nächste direkt geladen. Also das geht innerhalb von ein paar Millisekunden und dann könnt ihr auch wieder schießen, solange ihr halt wollt, bis diese Kapsel wieder verbraucht ist. Also immer halt pro Kapsel. Ihr könnt, während diese Kapsel aktiv ist, so oft abdrücken, wie ihr wollt. Also das ist an der Stelle wichtig zu sagen. Ne? Die Flammenwerfer machen keinen Schaden an Fahrzeugen, beschädigen keinen Teamkollegen, die kosten jeweils 8 Ausrüstungspunkte. Ihr könnt 10, 20 und 30 Käpselchen mitnehmen. 10 ist ein bisschen wenig, 20 ist in Ordnung, 30 braucht man eigentlich nicht wirklich, weil man doch recht schnell stirbt. Denn, und das ist der größte Nachteil, glaube ich, an den Dingern, wenn ihr zu nah an einem Gegner steht oder ihr irgendwie ein bisschen eleganter um eine Ecke rumlauft, dann werdet ihr eventuell irgendwo mal vor einen Gegenstand schießen. Absichtlich oder unabsichtlich ist, meistens ist es unabsichtlich und dann werdet ihr euch selber in Brand stecken und selber daran zugrunde gehen. Das ist nämlich genau der Grund, warum man 30 Käpselchen eigentlich nie braucht, weil man halt vorher stirbt. Entweder durch einen Gegner oder durch sich selbst. Was auch noch zu erwähnen wäre, was jetzt hier nicht dabei steht, die Dinger funktionieren auf 15 bis 20 Meter. Also 20 Meter ist, glaube ich, das Maximalste, wo du Schaden machen kannst. Darunter sind sie am effektivsten. Aber wirklich, was bringen tun sie halt wirklich nur im Nahkampf. Also auf 30 Meter braucht ihr erst gar nicht anfangen zu schießen. Das wäre sinnlos. Weiter geht's mit den Paintjobs. Da sind nämlich für den Jeep, für den Kübelwagen und für den GRZ jeweils 2 neue Camouflage hinzugekommen. Ich kürze das an der Stelle ab. Ich mache einfach nur Bilder unten drunter, dann könnt ihr euch die mal selber angucken. Da sei gesagt, dass die Amis ja ganz nett sind. Bei den Deutschen gibt es eine recht schöne neue Tarnung, die auch recht günstig ist. Und bei den Russen frage ich mich warum, aber das ist wie gesagt eine andere Geschichte. Weiter geht's mit 3 Punkten bezüglich Wetter und Tageszeit. Angefangen mit dem Wetter allgemein, denn da wurden Wettervoreinstellungen vorgenommen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Der Nebel wurde verringert und die Nebelfarbe wurde entsprechend angepasst. Das betrifft in allererster Linie erstmal nur die Piloten, die jetzt im Nebel besser fliegen können. Weiter geht's dann direkt auch schon mit der Nacht und Tageszeit. Ich fange aber mal mit der Nachtzeit an. Da haben die Schatten abgenommen und die Beleuchtung wurde ebenfalls verringert. Das bedeutet, ihr habt jetzt dunklere Nächte im Prinzip. Die Leuchtspurmunition hingegen, die hat zugenommen. Bedeutet, ihr seht in der Nacht, wenn geschossen wird, seht ihr stärker, von wo geschossen wird. Das betrifft halt in allererster Linie dann die MGs und die Kanonen zum Beispiel von den Flugzeugen. Was die Tageinstellung angeht, da gibt es jetzt auch eine verringerte Schattenintensität. Und es gibt anscheinend auch weniger Smoke, also weniger Rauchpartikel. Den nächsten Punkt verkürzen wir auch mal direkt. Es hat sich nämlich ein wenig was in den Ribbons verschoben. Betrifft die M1-Bazooka, die M9-Bazooka, die gecapturete PTRD, die Granatbüchse, die Panzerbüchse, die H3, die Captured M1-Bazooka und die PTRD. Die wurden jeweils ein bisschen verschoben. Könnt ihr euch angucken, wenn euch das betrifft. Ist jetzt an der Stelle eingeblendet, muss aber nicht noch weiter erwähnt werden. Kommen wir jetzt zu den Waffenänderungen. Die geben dem Update tatsächlich erst sein komplettes Volumen, weil hier wurden echt eine Menge Änderungen vorgenommen. Ich versuche das Ganze ein wenig zu kürzen und zu komprimieren. Kann natürlich nicht garantieren, dass es klappt und wenn ich was überlesen sollte, tut es mir natürlich auch leid. Fangen wir aber mal an mit den allgemeinen Änderungen.
Da ist ganz, ganz wichtig, dass die Mods, die ihr auf die Waffen klatscht, jetzt 20-50% reduziert sind in ihrer Effizienz. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Trigger drauf macht oder halt eine Feder, dann sind die entsprechend jetzt je nach Modifikation und je nach Waffe um 20-50% reduziert in ihrer Effizienz. Also schlechter. Das ist aber gar nicht mal schlimm, denn viele Waffen haben halt entsprechend ein Upgrade bekommen und gleichen quasi den Verlust durch die Mods aus. Im Endeffekt einfach mal probieren und nochmal drüber gucken, ob das mit den eigenen Modifikationen klappt. Nur damit ihr Bescheid wisst, das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte. Was die Rifles angeht, als nächsten Punkt, da wurde der Close Range Damage erhöht, ungefähr um 10%. Dann gibt es weniger Munition fürs M1, der Bolzenzyklus wurde bei Repetierern um 20% reduziert. Das verstehe ich jetzt so, dass entsprechend die Sniper nicht mehr so schnell schießen können. Also, dass sie halt, ne, ja, ihr wisst Bescheid. Dann wurde die Feuerrate von der SVT, der M1 Grand und dem G43 um 15% erhöht. Das gefällt mir relativ gut, wenn ich ehrlich bin. Die Munitionsarten wurden ein wenig angepasst, dass sie auch auf größere Distanz, also zum Beispiel auch die AVS, dass die ja auch entsprechend auf größere Distanz noch Schaden machen. Betrifft in erster Linie die russischen. Und dann auch noch so ein wichtiger Punkt, das M1 Carabine und das M1A1 Carabine hat jetzt einen reduzierten Recoil. Also einen reduzierten Rückstoß. Als nächsten Punkt kommen wir zu den Sturmgewehren, den Assault Rifles. Da wurden Feuerraten angepasst von 476 auf 500. Dann haben wir noch eine Damage-Anpassung von dem M2 auf die Nah- und ferne Distanz. Die Nachladezeit vom M2 wurde erhöht und die Nachladezeit von der AVS wurde runtergesetzt. Kann man gut finden, muss man nicht. Aber okay, AVS hat ein kleineres Magazin, kann man verstehen. Dann kommen wir zu den LMGs, also den leichten Maschinengewehren. Die Feuerrate vom MG42 wurde erhöht. Das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, von 850 auf 1000 und das ist unmodifiziert. Also wenn ihr das modifizieren wollt, könnt ihr fast auf die, ich sag es mal roundabout, 1200 Schuss. Plus, minus. Also es kommt in die Nähe. Dann wurde der Munitionsgürtel von dem MG42 und vom 1919A6 auf 100 Rounds erhöht, von 50 auf 100. In Kombination mit der höheren Feuerrate macht das Ding jetzt richtig Spaß. Ist natürlich jetzt noch schledderig, also noch mehr schledderig dadurch, aber es macht sehr viel Spaß. Dann haben wir noch eine Reload-Time, die fürs M1919 und das MG42 erhöht wurde. Wir haben noch runtergesetzte Equipment Points für die leichten MGs, das MG13, das 1918A2, also die BEA, die DP28 und so weiter. Also die haben alle weniger Equipment Points. Bedeutet, ihr könnt jetzt, keine Ahnung, noch ein Medikit mehr mitnehmen oder eine Granate oder was weiß ich. So, dann haben wir noch die Genauigkeit, der Rückstoß und der Sway, also das durch die Gegend schweifen, wurde entsprechend angepasst fürs MG42, MG34, M1941 Johnson, für die BAA, für die DT29, für die DT28 und dann steht hier auch noch in Klammern dabei, es wurden anscheinend auch noch ein paar andere Änderungen vorgenommen auf andere Waffen, aber halt primär betrifft, also das jetzt betrifft primär die LMGs. Dann haben wir noch ein paar Reload Times, die geändert wurden, die überspringe ich mal an der Stelle. Weiter geht's mit den MPs. Wie gesagt, ich will das ein bisschen durchdrücken gerade. Da müsst ihr jetzt mal auf die PPD und die PPSH achten, denn da hat sich eine Menge geändert. Die Range, auf die SMGs effektiv sind, wurde um 20% reduziert. Also die Fernrange, ne, auf ferne Distanz, wie ihr da jemanden treffen könnt, wurde um 20% reduziert. Bei den SMGs wurde die Range Near auf 40% reduziert für die SMGs, ausgenommen die PPD und die PPSH. Bei der PPSH und PPD, ich komme schon langsam durcheinander hier, wurde diese Range hier auch um 70% reduziert, anstatt 40% bei den anderen.
Jetzt kommt aber der Punkt gleich, warum die PPD und die PPSH trotzdem noch geil sind. Ich überspringe mal den nächsten. Die Rate of Fire wurde für die PPD von 450 auf 650 ungemoddet hochgesetzt und von der PPSH von 650 auf 800. Und wie gesagt, das sind alles Unmod-Werte, die könnt ihr noch weiter hochdrücken. Dann wurden auch noch die Bullet Speeds hochgesetzt und ja, was haben wir noch? Ach genau, die Close Range Damage wurde erhöht für die SMGs um 20%. Ausgenommen die PPD und die PPSH, aber das macht gar nichts, weil die haben jetzt deutlich, deutlich mehr Kugeln und demnach auch deutlich, deutlich mehr Chancen, einen Kopftreffer zu erzielen. So, dann kommen wir zu den Anti-Tank-Waffen. Ich ziehe das einfach mal eiskalt jetzt gerade hier durch. Die Granatbüchse hat jetzt den Bipod enabled, also die dürfen jetzt auch aufsetzen. Die Granatbüchsen-Projektile sind jetzt schneller, die Ampumelet-Projektile sind jetzt schneller. Die Granatbüchse hat eine verringerte Reload-Time, PTRD auch verringerte Reload-Time, Panzerbüchse ebenfalls auch verringert. Dann haben wir noch eine Änderung an den Sprengstoff-Sachen und da wird es wirklich wieder relevant. Die PMK-40, diese kleinen scheiß Mistdinger, die immer auf dem Boden liegen und die man nie sieht und die einen immer One-Hit wegmachen. Ja, die machen nicht mehr One-Hit, sondern die sind jetzt, ich glaube, auf so, lass mich kurz schätzen, 3/4 oder so reduziert. Also wenn ihr drüber lauft, habt ihr definitiv noch Leben und überlebt das auch. Das Schöne ist, wenn man jetzt einen One-Hit-Kill haben möchte, muss man die deutschen oder die amerikanischen Teile nehmen. Und ja. Als Ausgleich, sag ich mal, wurden die PMKs im Preis um 25% reduziert. Aber ich bin der Meinung, es ist immer noch dann Geldverschwendung, weil wenn die nicht one-hitten, dann bringen sie mir halt auch nichts. Also, ja. Man kann es vielleicht als Vorwarnung nehmen, wenn man irgendwo in einem Tower ist und wissen möchte, ob einer hochkommt, dann ja, dann sind die immer noch geeignet. Aber um jetzt Gegner zu killen, dafür definitiv nicht mehr. Es wurde ein 1,3 Sekunden langer Delay für Handgranaten hinzugefügt, wahrscheinlich damit man sie nicht spammen kann. Die Menge an Handgranaten wurde auf 3 reduziert, die man so rumfliegen hat, so nach dem Motto, ne? Die Animationen wurden auch noch geändert, das ist auch ganz interessant. Es gibt, wie gesagt, eine neue Gürtelstruktur für das MG42. Eine neue Animation fürs MG42, das Nachladen vom MG42 wurde neu animiert, der Projektilauswurf wurde angepasst, was haben wir noch, genau, das M1919 hat das gleich wie beim MG42 bekommen, also alles animiert und überarbeitet. Dann haben wir noch einen Auswurf von der MG34 und der Maxim Tokarev überarbeitet. Es gibt eine neue Reload-Animation, also eine neue Nachladeanimation für alle Granaten. Bei den Deutschen zum Beispiel das unten aufdrehen, ne? Ziehen und wegwerfen. Bei den Amerikanern den Stift halt, keine Ahnung, was weiß ich. Und bei den Russen ist auch was ganz Spezielles. Das sollte mir mal gezeigt werden, ich habe es leider nicht gesehen. Die Panzerwurfmine wurde nochmal reanimiert und es gibt auch jetzt eine Sticky Bomb mit einer Hülle. Da ist im Prinzip obendrauf noch eine protektive Schutzschicht obendrauf. Also ihr müsst verstehen, die Sticky Bomb klebt halt. Und damit man die einsetzen konnte und transportieren konnte, musste die halt irgendwie eingepackt werden. Und entsprechend dieses Protective Case wird jetzt halt abgezogen. Ich habe es noch nicht selber gesehen, ich muss mir das nochmal angucken, aber achtet einfach mal drauf, es gibt neue Animationen bei diesen Waffen. Und last but not least kommen wir zur Rate of Fire für Pistolen, die um 20% erhöht wurden. Bedeutet, die Dinger gehen jetzt, würdet ihr jetzt sagen, bestimmt 20% geiler ab. Das Ding ist aber, hatte ich nicht eingangs noch irgendwas Schönes erwähnt? Richtig. 20-50% reduzierte Waffenmodifikationseffekte. Also mit anderen Worten, alles bleibt so wie es ist, ob du hier bist und nicht. So, und mit diesen wunderschönen Worten verabschiede ich euch jetzt in den Gameplay-Teil. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis zu der Stelle. Ich habe es tatsächlich geschafft, diese ganzen Änderungen der Waffen einfach mal durchzurattern von oben bis unten. Schaffe ich sonst nie. Man sieht sich wieder gleich im Gameplay-Teil, wenn ihr den gucken wollt, sagt doch gerne mal, wie ihr die Änderung findet, was euch am liebsten ist.
meiner persönlichen Änderung, die ich am meisten feiere, MG42 und die Änderung mit den PMKs. Das feiere ich schon ziemlich geil. Die Flammenwerfer sind ganz nett. Ich habe dafür jetzt einen neuen Charakter, aber ob ich den effektiv später nutzen werde und ob der vor allen Dingen auch was bringt, das sei jetzt mal dahingestellt. Wie gesagt, die Änderung finde ich ganz geil. Schreibt mal eure Meinung und wenn euch der Gameplay-Teil nicht interessiert, dann sieht man sich wieder im nächsten Update-Video. So, ich wünsche euch was. Macht's gut und danke fürs Zuschauen oder bis gleich. Jetzt habe ich leider keinen Flammenwerfer. Da muss ich wohl einen 42er benutzen. Oh nein. Niemals nachladen müssen, so gefühlt. Oder das 13er mit der mehr Munition jetzt. Ja, und damit hat er meine Anmoderation gesprengt. Oh, du hättest was sagen sollen. Ich hätte dann die Klappe gehalten. Ich wollte anmoderieren mit der italienischen Akzente, aber du hast mir kaputt gemacht. Stronzo, Stronzo. Ein wunderschön Willkommen zum Gameplay-Teil vom Update-Video. Mit den Flammenwerfern und jemanden, der absolut nicht fahren kann. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Also, ich habe keine Kosten gescheut und habe gefühlt mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen, um einen neuen Charakter zu erstellen, der jetzt diesen Flammenwerfer bekommt. Ein Charakter, den ich wahrscheinlich nie wieder spielen werde, den ich jetzt erstellt habe und, wie gesagt, nie wieder spielen werde. Aber hey! Aber hey! Das ist halt echt das Problem mit Flammenwerfern, die spielst du halt wahrscheinlich so zum Spaß. So hau drauf, like. Und dann nie wieder. Lol, Doppelkill. Ja. Ich höre irgendwie mit einer Schaufel hier rumrennen, die arme Person. Ja, läuft schon mal gerade echt gut. Vor allem, wenn die alle so nebeneinander stehen, dann kannst du direkt Doppelkills und Dreifachkills hinlegen. Ja, wui. Weg. Ich muss der neuen Granatenanimation wirklich mein Lob aussprechen. Die sieht sehr gut aus. Warten, hast du Granaten gerade dabei? Nein. Ich habe welche dabei, deswegen habe ich das gerade erwähnt. Ja, ich wollte die mir auch mal angucken. Okay, warte, ich schmeiß die mal irgendwo hin und Teamkill wahrscheinlich irgendwen. Und jetzt ab in die Ecke damit. Und jetzt? Hast du es gesehen? Nee. Was? Du hast es nicht gesehen. Pass auf, ich ziehe die Sprengkapsel hoch. Oh, ich habe nur 3 Stück. Oh, ein Teamkill. Neben dir ist ein Bunny-Pack. Jetzt hättest du es sehen können. Habe ich nicht. Er zieht die Granate, dann nimmt er die Sprengkapsel und zieht sie hoch. Ja, okay, da hat jemand ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ja. Fakt ist, er muss diese Sprengkapsel erst scharf machen. Und das wird jetzt animiert. Mach nochmal. Es ist jetzt einfach nicht nur Granate aus der Kapsel. Rechts kommt ein Gegner. In dem Gang. Ja, dann machen wir den fertig erstmal. Ich dachte, du willst da Granaten reinwerfen. Nein, ich schieße. Okay, neuer Versuch. Achten Sie auf diese Handgranate. Auf die Handgranate oder auf eine Animation von der Hand? Ich bin weggelaufen. Du bist weggelaufen, du Pfeifenkopf. Bitteschön. Ah. Okay, wir machen das später. Ich glaube, es kostet mich einfach zu viele Credits, jedes Mal eine Handgranate zu werfen und dann wegzulaufen. Kauf dir selber eine Handgranate und teste es. Hab ich doch. War das gegen mich gerichtet? Nein, gegen den Bot. Vielleicht auch gegen dich. Tja, wer weiß das schon so genau. Brenn, Bam. Bitch, brenn! Moin! Irgendwie ist hier ganz schön der... Oh, ein 42er! Ah, eine Handgranate! Bins, brennst du? Nee, du brennst nicht tot. Warum kommen die eigentlich nicht in den Punkt, Mensch? Jetzt müssen wir noch ein Match hinterherhängen. Leute, wo seid ihr? Ja, die wollen nicht reinkommen. Und abgefarmt. Eieiei. Sitzen gerade 7 Leute auf dem Dach oben und kämpfen ab. Hier sitzt ein fetter 42er unten im Keller und schießt auf alles, was sich bewegt. Die campen halt auch hinten bei deren Spawn, anstatt dass sie mal in den Punkt reinlaufen. Die machen die ganze Intention von der Karte kaputt, diese Idioten. Hoppala.
Sprengstoff. Ey. Tot bist du. So. Warum bist du? Hast du versucht, deine Stiefel zu trocknen? Er wollte meine Stiefel trocknen. So, 1500 hat er dir gegeben. Das ist sehr gut. Seid ihr soweit? Ah, das hat 600 gekostet. Die haben die Preise echt runtergesetzt, ne? Von den Flammenwerfern. Die waren auf dem Prototyp deutlich teurer. Sie sind ja auch relativ hoch. Ich habe ausgegeben, weil ich schön viele Handgranaten benutzt habe. Daumen hoch dafür. Ja, und es hat absolut nichts gebracht, weil du immer irgendwas verkackt hast, wo ich drauf gucken musste. Weil ich immer sehr kompetent war. Durchweg. Mhm. Auf dem Prototyp wurde eine Flammenwerfer-Kartusche oder wie heißt das? Beutel. Oder meinst du diese Kapseln? Eine Kapsel. Ein Zündkäpselchen. An sich ist die Waffe ziemlich nutzlos, aber sie macht Spaß. Ja, eben. Sie macht Spaß, richtig. Und sie sieht echt gut aus. Also die Animationen schauen echt gut aus. Übrigens, diese ganzen Bilder jetzt von den ganzen Beiträgen von Reto, ne? Das sind alles Screenshots, die Max gemacht hat, mit mir als Model. Also ihr habt mich doch da bestimmt erkannt, oder? Zum Beispiel in dem, warum fixen wir die Waffen und so weiter, da war ja ein großes Topic-Bild und das war ein Screenshot von Max, wo ich Model war. Und das hat man doch direkt erkannt, oder meine schöne Schokoseite. Ich deute euer Schweigen als Zustimmung. Nö. Nö heißt ja. Nö. Mein Computer betreibt Mobbing, er hat sich abgeschaltet. So was Bomot schreibt, mein Computer betreibt Mobbing, er hat sich abgeschaltet. Gut, dann warten wir kurz auf Timo, der wird bestimmt gleich wieder dazukommen. Aber währenddessen können wir ja weiterhin. Ja, ist ja nicht so, dass wir ja niemanden unterhalten müssen. Richtig. Warum schaltet sich der Computer einfach ab? Wer weiß. Falsch geplantes Update, wer weiß. Ja gut. Gissel hatte ja auch schon mal die Problematik, dass der PC einfach während des Redens gesagt hat, ja, Windows Update wird installiert. Und als er dann wiedergekommen ist... Wir haben Team. Wie, was, wo? So, ich hab's wieder ins Leben zurückgeschafft. Was, innerhalb von 30 Sekunden? Ja. Du hast den jetzt komplett neu gestartet? Ja. Ah, du hast also eine SSD. Ja. Das werde ich direkt erstmal Henrik sagen, der wird sich freuen, dass du eine SSD hast. Oh, ich hätte es gefeiert, wenn er euch hochgejagt hätte, ne? Ich hätte so gefeiert, wenn er euch einfach weggequetscht hätte. Ja, ich probiere meinen Platz wieder einzunehmen. Ja, geht schon. Und ich habe irgendwas erzählt vor, aber dann gab es diesen Blackout bei mir und im Computer und... Ja, ich hatte noch gesagt, Max, seine Screenshots, wo ich Model war, wurden bei Reto einfach kackendreist genommen, um irgendwelche Forenbeiträge oder generell irgendwelche Postings zu verschönern. Ja. Das habe ich gesehen. Und also. Dann war die, hatte ich noch so Spaß, aber gesagt, ja, man hat das doch bestimmt auf den Bildern erkannt, dass ich das da drauf war. Klar, die Charaktermodelle sind sehr divers. Nein! Genau in dem Moment, wo es drauf angekommen ist, wo drei Leute vor mir standen. Muni alle. Also, wollte er nachladen. That is very belasting. Wie man. Ist das eigentlich immer noch auf? Das ist ja voll mit Fehlern jetzt hier, unsere Aufnahme. Fehlern? Welche Fehler? Erst quatsch ich rein, dann verschwinde ich komplett. Jetzt bin ich wieder da. Ich finde das sympathisch. Das macht mich normal. Ich bin kein Pro-Gamer. Genau, das macht dich menschlich. Bis dato dachte man, du bist einfach eine Maschine. Ja, und jetzt. Ich bin eine Maschine. Kein Mensch und kein Toastbrot. Er ist auf jeden Fall ein Mensch. Was? Du bist kein Toastbrot? Das erschüttert mich jetzt aber grundlegend, Kuraten. Ich hatte bis hierhin gedacht, du bist eigentlich ein Toastbrot. Das wirft Fragen auf. Achso, alles Deutsche. Gut.
Oh mein Gott, ich schaff's immer noch in das Match rein. Bin ich ja. Ich hab schon wieder einen Kopfschuss gefressen. Das ist nicht normal. Hey, doch. Hey, geh doch ins Forum und mach deine Kopfschussumfrage mit. Ganz ehrlich, ich soll ihn entfernt werden. Was spricht denn dagegen, dass man die, die Hitbox für den Kopf ein bisschen verringert? Es ist immer nur die Frage. Oh. Es ist immer nur die Frage nach dem Schaden, den ein Headshot macht, aber nie die Frage nach der Hitbox an sich. Warum verringert werden die nicht einfach und gut ist? Wenn die Hitbox vom Kopf kleiner ist, gibt es auch weniger Kopfschüsse. Fertig. Aktuell, ja, aktuell ist es so, wenn du das Ohrläppchen triffst, Headshot. Aber wenn du den Kopf treffen willst, dann manchmal auch nicht. Richtig. Wins. Der hat mir zweimal mit einem M1G einen reingedübelt. Gute Ding ist jetzt Factory Standard 2-Hit, da musst du mit leben. Oder sterben. Stimmt, es ist halt wirklich Factory Standard 2-Hit. So wie jede Halbautomatikwaffe. Ach übrigens, es gibt aktuell noch einen kleinen Soundbug, den man vielleicht gerade hört. Also dieser Nachbrenner, den man so leicht vernimmt. Er kommt dadurch zustande, dass ich quasi gestorben bin, während ich geschossen habe. Hört sich halt jetzt an wie ein stehendes Verkehrsflugzeug irgendwie. Kann man natürlich fixen, indem man das Spiel verlässt und später neu connectet. Ja, einfach, ja, einfach relockt, aber das bringt ja reingekommen. Nichts. Vor allem jetzt bei 98-99% nicht. Ja, toll. Ja, wie ich da weiß, das war heute ein etwas längerer Changelog, habe ich schon gesehen. Also ich habe den noch nicht eingesprochen, aber den werde ich morgen entsprechen. Übrigens, das Update-Video kommt für euch beide, kommt übermorgen von dem heutigen Tag. Heute ist es ja rausgekommen, ne? Kommt dann am Samstag, weil heute ist ja leider dooferweise noch eine Folge, eine reguläre Folge gekommen. Ja, du, das kann man ja nicht ändern. Nee, wie gesagt, ich werde das ja morgen einsprechen, aber ich habe ja schon mal reingeguckt. Der Changelog ist doch recht lang. Verhältnismäßig lang. Ich werde nicht auf alles eingehen, das weiß ich jetzt schon, weil gerade so Sachen wie die ganzen Änderungen von, keine Ahnung, Feuerrate von aufgesetzt, ne, das mache ich nicht. Das ist Schwachsinn. Die Fahrzeugskins sind wahrscheinlich auch nicht so relevant. Gut, die spricht man schon an, aber es geht jetzt auch darum, wenn du sagst, dieses Sturmgewehr hat seine Feuerrate um so und so viele Punkte erhöht. Ja, dann sagt man hier, bitteschön, könnt ihr euch durchlesen. Erhöht, ja. Du bist ja rammdösig. Nee, die größte Änderung waren tatsächlich so die Flammenwerfer mitunter und halt ein paar Sachen im Schadensmodell, die geändert wurden. Ein paar Waffen spielen sich, was ich jetzt schon mitgekriegt habe, ein paar Waffen spielen sich halt eleganter, besser. Das M1 zum Beispiel spielt sich besser, spielt sich realistischer, spielt sich natürlicher. Das M1 M2 auch. Und die Karabiner oder die Halbautomatik, die spielen sich halt auch besser. Fällt euch noch irgendwas ein, was noch erwähnt werden sollte, so aus der eigenen Perspektive? Die Flammenwerfer sind zwar relativ nutzlos, aber sie sorgen für Spaß. Ja, richtig. Bringen nicht viel, aber sind funny. Gutes Fazit zu den Dingern, dafür, dass sie mit 300.000 schon im oberen Preissegment zu finden sind. Ja, ich habe mir deswegen jetzt extra einen Charakter gemacht, weil ich nämlich weiß, einen dieser Charaktere will ich nicht opfern, weil mit denen spiele ich halt auch im Krieg. Nicht mit allen, aber mit den meisten. Na, ich hoffe auch ehrlich gesagt, mit den Flammenwerfern, da jetzt ein neues System reingekommen ist, werden sie vielleicht auch mal was anderes damit ausprobieren. Ich denke da nur an das eine STKFZ der Deutschen. Ah, welches von denen? Ach so, ja, das, ja. Sinnvoll tatsächlich. Sowas könnte dann durchaus sinnvoll werden, da die MGs bei denen immer ein bisschen mehr sind. Ja. Du willst einen 251 Flammenpanzerwagen. Ja. Mach doch direkt noch eine Stufe höher, Panzer 3, Flammenpanzer. Ja, wäre auch eine Idee. Aber absolut nutzlos gegen andere Panzer. Ja, da musst du, so wie der Flammenwerfer nutzlos ist gegen alles, was 20 Meter von dir wegsteht. Also ja, deswegen musst du halt gut abwägen. Der ist nur 15 Meter effektiv. 20 Meter kannst du auch schon klicken. Ich habe auf 20 Meter ab und zu mal ein paar Bots geklickt. Ja, aber das bringt ja nicht viel. Ab 20 Meter flacht das halt extrem ab. Deswegen bin ich halt der Meinung, es wäre sinnvoll, theoretisch für das STKFZ. Wenn jemand auf 20 Meter rankommt mit einem Fahrzeug, wäre das da schon eher sinnvoll verwendbar. Richtig.
Aber die Meinung, die ich jetzt definitiv habe, man sollte auf jeden Fall bei den Flammenwerfern vielleicht noch einfügen, dass die schon noch einen Vehicle-Damage machen. Also, wenn du zum Beispiel auf den, gerade beim Panzer, oben drauf auf dem Motorblock stehst, hatte ich auf dem Prototyp-Server auch schon gesagt, wenn du auf dem Motorblock stehst und oben rein sprühst in die Lüftung, dann sollte man eigentlich einen Motorschaden schon irgendwie herbeiführen können durch den Flammenwerfer. Klar ist dann. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dem Spiel beizubringen, wo der Unterschied zwischen normalem Fahrzeug und Motorschaden ist. Also ich meine, du kannst das Fahrzeug beschädigen, aber dass du nur spezielle Komponenten damit beschädigen kannst, ich glaube, das kann man dem Spiel nicht so gut klar machen. Naja, gut, man könnte eventuell, das ist jetzt so eine Sache, da müssen wir halt gucken, wie die das programmieren. Man könnte vielleicht so eine Art Panzerung dazufügen, die halt nur für Flammenwerfer gilt. Und die hat halt quasi oben beim Motorblock hat die halt, ist die halt offen. Oder hat die so eine geringe Panzerung, dass da der Flammenwerfer durchkäme. Ne? Ja. So nach dem Motto. Ich habe keine Ahnung, ob man das programmieren kann. Aber es ist halt nur ein Wunsch. Es ist halt nur ein Wunsch, weil Flammenwerfer gegen Fahrzeuge wären halt auch irgendwie funny. Zumal man ja früher wirklich auch Panzer gejagt hat. Mit einem Flammenwerfer. Oder mit Flammenwaffen. Gut, dabei sind ja auch mehr die Besatzungen da drin zu Chicken Wings zu verarbeiten. Richtig. Das Schöne ist, man hatte auch direkt dann was zu essen, wenn man den Panzer gekapert hatte, ne? Schon knusprig ja, zubereitet. Das ist auch ein bisschen streng da drin dann. Ja, durchwischen, dann ging's schon. Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, wir wollten noch einen schönen Tag wünschen. Adios. Was? Adios. Amigos. Wiedersehen. Gern geschehen.